An sich würde ich sagen, wir haben lang genug gestreamt. Aber. Aber. Werfe doch einen Blick auf Tainted Eve, Clod Summoner und Sumptorium. Okay. Okay. Kann ich das gegen Gegner einsetzen oder so? Was? Was ist das für ein... Was bekomme ich hier für einen kleinen Freund? Komme ich mehr, je länger ich in eine Richtung... Oh, das kostet mich Herzen. Oh, okay. Okay, wenn ich schieße... spawn ich diese kleinen Jungs, die kosten... Das sind jeweils quasi halbe Herzen von mir. Und wenn ich dann meine Nadel mit Q einsetze, bekomme ich sie wieder zurück. So in der Richtung. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht ganz, ob die vielleicht irgendwie stärker werden können oder so, aber... Oh, oh. Oh, man bekommt sogar welche von den Soul Hearts. Ich vermute, wenn die getroffen werden, verliert man dann seine Herzen. Bisschen ungünstiges. Ich frage mich halt gerade, ob die irgendwie mit Upgrades dann stärker werden können. Ich meine, sollten sie wahrscheinlich? Aber wenn sie nicht stärker werden, wäre das ein bisschen shit. Je länger man feuert, desto mehr geht man Richtung man ist ein One-Shot. Gilt Tainted Eve als ein guter Charakter. Die werden stärker. Dann gilt Tainted Eve also als ein guter Charakter, nehme ich an. Nein, ich habe ihn verloren. Nein, habe ich nicht. Was? Tainted Eve vor dem Patch OP. Sind wie Inkubusse, wie es heißt. Das klingt ziemlich cool. Ah, ich denke, das sollen wir nicht wegsprengen alles. Cooler Fünfer. Cooler Shop. Okay, aber ihre eigene Feuerrate ist echt mies. Ich bin gerade aufhört. Warum ziehe ich die eigentlich immer zurück? Sollte ich nicht einfach mit allen, die ich habe, auch in die nächsten Räume weitergehen? Sie scheinen auf jeden Fall zu überleben, wenn man auf sie schießt. Relativ interessant ist. Sie werden ganz dunkel. Oh, sie sterben mit der... Kannst du sie mit der Zeit sterben? Ist das eine Sache? Die sahen nämlich ein bisschen geschwächt aus. Yes. Eternal Heart. Die Serie HP bis auf 1 runtergehen, das habe ich gesehen. Das ist mein Eternal Heart, Baby. Zeig mal, was du kannst, Monstro. Ich weiß, wir werden jetzt einfach so weitermachen. Ich würde mich gern mehr als einen Hit überleben können. Werden sie wirklich dunkler, habe ich mir das nur eingebildet. Nein, sie werden kleiner. Vielleicht werden sie schwächer mit der Zeit. Wenn sie zu lange draußen sind. Das ist gut. Gehen wir weiter. Nein, das ist eine goldene Kiste. Nein, wisst ihr was? Nein, wir nehmen den Schlüssel mit in die nächste Ebene.
Ja, der Monstro-Pork ziemlich gewaltig. Also wir können jetzt auf jeden Fall eine Menge Gehilfen holen. Würde ich mal behaupten. Müssen, als ich gerade 2 HP-Ups bekommen habe. Ja, schau ich das an. So leider echt schwach. Ich hätte das Herz wahrscheinlich mitnehmen sollen. Um mir mal anzuschauen, was dann passiert, wenn man das mitnimmt, wenn man schon beim Herzen so weit unten ist. Na, jetzt sind sie auf jeden Fall noch. Sie haben auf jeden Fall noch kräftigeres Rot und sind größer. Sie scheint zu schrumpfen, je länger man mit denen kämpft. Was hat es eigentlich mit diesen Orbitals gerade auf sich? Warum bekomme ich nur Orbitals? Spiel. Komm schon, ich wollte mit dem Orbital jetzt angreifen. Und ich habe Schaden genommen. Oh mein fucking Gott. Dieses Terratoma-Teil ist so fucking unnütz. Ich glaube, ich mag Tainted Eve überhaupt nicht fürs Protokoll. Ich finde es gerade super nervig. Fucking Terratoma-Teil. So unnütz. Es macht einfach keinen Schaden an Gegnern. Na, mal schauen, wie es wird, wenn ich vielleicht irgendwas hätte, wenn ich mal irgendwas bekomme, was mein Tränen was verändert. Vielleicht wird es dann interessanter. Ansonsten ist es bisher halt so, als wenn man viele kleine Begleiter bei sich hätte, die eigentlich nichts Interessantes können. Oh hey, das erste Terratoma-Teil ist kaputt gegangen. Das hat auch alles so scheißschwach. Ich kann ja nicht mal die Haufen killen. Aber gut. Vielleicht reicht es, um Steven zu besiegen. Warum seid ihr da unten? Oh Gott. Das ist so schwach. Wenn es wenigstens stark wäre, aber ich bin einfach nur nach einem Treffer tot, aber das hatte ich mal Vorzüge. Bisher. Keine Ahnung, ob es irgendwann besser wird, aber aktuell muss ich sagen, schon echt anstrengend. Kann ich mal fucking Steven besiegen in weniger als einer Minute? Ja, dafür bekomme ich Little Steven. Das heißt, der wird wenigstens Schaden machen. Ja, gehen wir weiter. Spoonbender ist gewonnen. Ja, yeah, Spoonbender ist halt immer ein Runwinner-Item. Spoonbender ist immer gut. Das Problem ist, dass auch wenn sie treffen, dass sie dann immer noch echt schwach sind. Ja, das ja, mal schauen, wie der Charakter noch sich entwickeln wird, aber aktuell bin ich kein Fan davon. Also so überhaupt nicht.
wirkt einfach nur super langwierig. Vor allem, warum sind das alles die gleichen Begleiter? Warum geben die nur diese Basic-Schüsse von sich? Diese Basic-Brother-Bobby-Schüsse. Wenn sie verschieden, wenn sie, je nachdem, was für ein Herz man hat, wenn man verschiedene Begleiter bekommen würde, wäre es cool. Das Beste ist, dass ich immer einen Treffer davon entfernt bin zu sterben. Aber so ist es doch. Ich konnte davon bisher nichts erkennen. Der kleine Pin pockt zu sehr. Er freut sich so hier zu sein. Also. Oh Gott. Nicht dieser Raum. Oh, der ist so nervig. Der ist so nervig. Ich gehe übrigens einfach mal davon aus, dass das Sache ist, dass wenn man die Begleiter zu lange draußen lässt, dass sie dann sterben. Ich meine Herzen verliere. Deshalb ich einfach mal versuche, sie regelmäßig wieder zurückzurufen. Falls ihr euch wundert. Okay, und von verschiedenen Herzen, die Begleiter haben dann verschiedene Effekte. Ich muss nicht immer einsaugen. Okay. So, also, warum werden sie da... Und warum werden sie dann dunkler? Setzt damit auf sich, wenn es im Endeffekt belanglos ist. Wäre so leicht an mein Leben. Paralysis. Paralysis. Aber sie werden doch viel kleiner, je länger sie draußen sind. Was soll das dann bedeuten, wenn nicht, dass sie, keine Ahnung, schwächer werden? Sie werden kleiner, weil sie getroffen werden? Okay. Ergibt Sinn. Das heißt, wenn sie zu oft getroffen werden, werden sie sterben. Man will sie dann doch, relativ regelmäßig zurückrufen. Wahrscheinlich nicht so regelmäßig, aber dennoch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin zu schwach. Oh Gott. Das ist jetzt der dritte goldene Schlüssel auf dieser Ebene. Ja, die Pokémon ist super. Und ja, ich denke, Tainted Eve ist okay. Wirkt jetzt wie kein Charakter, mit dem ich Spaß haben werde. Aber... Es wird mir ein Charakter, mit dem ich spielen muss. Aber das trifft fairerweise auf die meisten Tainted-Charaktere zu. So. Hey, normale Schlüssel. Von denen sehen wir ja nicht viel in der Gegend. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir vielleicht Richtung Blue Baby gehen werden in dem Run. Ich denke, das wäre ganz cool. Auch wenn wir dafür nichts freischalten. Ich weiß. Dafür müsste ich nämlich, ich glaube, Blue Baby und
den Lärm schaffen, um was freizuschalten. So nervig. Okay, dann nutzen wir den goldenen Schlüssel mal. Yes! Okay. Oh, oh Gott, mein Steißbein. Oh! Oh, mein Arsch! Ihr kennt das, wenn ihr euch zu sehr auf euer... Wenn ihr euren Schwerpunkt zu sehr auf den Steiß verlagert habt und dann setzt ihr euch anders hin und denkt euch, oh mein Gott! Das ist mir gerade passiert. Oh, Ace of Hearts. Yo. Zwei Eternal Hearts? Das ist ein Hit. Ich denke, Attack Point 5 wird diesen Run für mich sehr viel erträglicher gestalten. Der Mann wird alt. Nein. Ich sitze einfach nur schlecht. Yes, schau ich Attack Point 5 an. Vor allem, weil ich mit 4,2 Damage starte. Das ist das Leben. Ich finde fast alle Tented... Ich liebe fast alle Tent-Charaktere, finde Judas Slayer, aber sonst sind die großartig. Ich wünschte, ich könnte so viel Freude damit haben. Ich wünschte, ich könnte mit den Tent-Charakteren so viel Freude haben. Ich denke nicht, dass ich Mega-Satan hinbekommen werde, gemessen daran, dass wir keine Deals bekommen. Okay, soweit so gut. Ich meine, okay. Die Golden Remote teleportiert mich in den Raum, in dem ich noch nicht war, richtig? Schau ich die poggenden Jungs an. Richtig, okay. Dann schauen wir hier mal rein. Interessant, interessant. Secret Room sollte ich noch mitnehmen. Oh, das ist eine XL-Ebene hier. Oh. Oh, shit. Ja, wisst ihr was? Es sind einige Räume, die ich hier nicht ansteuern kann. Mal schauen, wo uns die Golden Remote hinbringen wird. Ich mag's, dass das einfach nur ein Attack Point 5 Run ist. Was ist das Attack Point 5 oder war es Attack Zero? Ich weiß nicht mehr. Es gibt so viele Technology Items. Das ist auf jeden Fall ein gutes. Ich mag es auch, dass ich überhaupt nicht von irgendjemand getroffen werde. Schon allein mit den Orbitals, die ich um mich herum habe. Rechtes Auge macht mehr Schaden. Da kommen die explosiven Fliegen raus. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Das kann nämlich schnell schief gehen. Yes! Das war gut. Natürlich ist es Gabriel. Warum würde es auch der andere sein? Das wäre ja schwachsinnig. Komm mal zurück. Ich will euch nicht verlieren, deswegen muss ich euch immer wieder zurückrufen. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz gute Taktik für mich. Nicht sicher, ob sie allzu optimal ist, aber erfüllt seinen Zweck. Okay. Keep Peace Nummer 1. Oh, okay. Wir bekamen die 5. Dementsprechend machen wir die Ebene nochmal. Dann mache ich die ganze Ebene eben nochmal. Das ist ziemlich gut. Vor allem, weil ich noch ein halbes Soul Heart übrig habe.
hier haben wir noch einen Goldraum. Mal schauen, was wir hier bekommen werden. Leider Abfall. Der Männer rum. Na, wir bleiben beim Teleporter. Der Teleporter hat mehr Potenzial. Wobei Unicorn Stump, die Klumpis werden auch unverwundbar. Ja, die können ja trotzdem nicht schießen. Oh, ich habe die Damage Aura. Ich dachte, ich hätte das, was Gegner langsamer macht. Oh mein fucking Gott. Schon. Dankeschön. Puh, er hat ein bisschen gebraucht. Nehme ich mit. Nehme ich ebenfalls mit. Broken Stopwatch. Großer Gott, nehme ich die nicht mit. Golden Teleporter ist jedes Mal gratis Steel und Errorraum. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wir haben ja jetzt übrigens einen ziemlich starken Bild zusammenbekommen. Können wir darüber mal reden? Ich denke, ich bin soweit ganz zufrieden. Vor allem die Damage Aura, die fand ich für lange Zeit echt scheiße. Aber inzwischen muss ich sagen, ja, ich denke, sie ist echt okay. Au! Hey, hey! Die sind einfach frontal in mich reingerammt. Ich kann nicht in den Devil Deal. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, das ist so schlecht. I'm excited. Gott, kann ich einen fucking Run haben ohne eine I'm excited Pille? Direkt frontal dürfen sie nicht. Ich meine, es war mir von der Seite, aber ist quasi frontal. Wir befinden uns hier in zwei Dimensionen, dann. Oh, ich kann... Warum kann ich fliegen? Oh, ich bin Azazel. Schau ich das an. Bruh. Ich wurde in diesem Raum zu Azazel. Nein, warum nehme ich noch eine Amix? Oh mein fucking Gott. Warum gehe ich nicht in den zweiten Devil Deal? Weil wir einen Mega-Satan mitnehmen wollen. Also. Super Secret Room. Wo wird der hier sein? Ich sage, er ist ganz unten. Das ist ein RIP an der Stelle. Aus jemand hat einen spontan heißen Tipp für mich, wo der Super Secret Room sein könnte. Hab ihn. Das ist sogar ein guter. Dann würde ich sagen, los geht's. Oh. Verlierst keine Energy-Chance, wenn du reingehst? Naja, beim zweiten war es ja irgendwie egal. Das vergesse ich immer. Oh, da ist die Batterie. Aha. Errorraum. Das ist lustig, weil er unnütz ist. Was soll das denn? Da warb ich mich mal nach langer Zeit gezielt in den Errorraum. Ich bekomme die Scheiße. Danke, Errol. Oh, nein. Das wollte ich nicht. The Empress. Dafür haben wir einen Hit auf dieser Ebene. Vergesst es nicht. Gleich, wenn das Lied richtig losgeht.
haben wir ein paar Hits. Ja, ich habe das Gefühl, Technology Zero. Das ist doch Technology Zero, was ich habe, oder? Beziehungsweise Tech Zero. Ich habe das Gefühl, es bietet sich, es funktioniert wirklich gut mit diesem Run. Absoluter Hit. Oh ja, ich bin Azazel geworden erneut. Gehe ich gratis hier rein. Und zahle, um rauszugehen. Tag 5 ist immer fantastisch, meiner Meinung nach. Ja, yeah, auf jeden Fall. Vor allem wird es immer besser, je stärker man ist. Ich glaube, ich will dieses Azazel-Trinket ablegen, ehrlich gesagt. RIP zweite Gratis-Bombe. Oh ja. Yeah. Egal. So, wir müssen auf jeden Fall versuchen, alle Räume hier ausfindig zu machen. Und dann können wir gratis in den 21%igen Angel-Deal. Was auch immer meine Definition von gratis ist in dem Fall, wenn man dafür was machen muss, aber das ist nicht der Punkt. Oh oh. Die Angriffsaura hilft ungemein weiter gegen die Jungs. Zwei Bomben. Ich meine, er kostet 7 Cent. Gönnen wir uns was. Einmal kann man ja mal sich was genehmigen. Und ja, ich weiß auch, dass wir in den Boss-Challenge-Room gut reingehen können, falls mich da auf jemand aufmerksam machen wollte. Das dauert nur noch ein bisschen. Ja, die werden jetzt auch schon kleiner und schwächer, ohne dass sie getroffen werden. Will ich nicht. Aber dafür haben wir den Raum gesehen. Das ist schon mal gut. Secret Room auf dieser Ebene. Wird wieder ein Abenteuer. Denn ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Oh doch, nein. Ha. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu erkunden, wie mir scheint. Fangen wir erstmal damit an. Fällt gerade auf, ich habe gar keinen Damage-Up in diesem Run bekommen, aber wir sind immer noch echt stark unterwegs. Richtig stark. Okay, hier ist er nicht. Und ich glaube, zur Rechten kann er auch nicht sein, quasi. Das heißt, er wird in dem XL-Raum sein. Yo, 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 yo. Yo, das könnte ein Abenteuer werden. Auch wenn ich eine höhere Feuerrate bräuchte, damit das effizient ist, aber dennoch. Shit, warte, wo wäre der Eingang für den Secret? Der kann da gar nicht sein. Was zum Fick ist der Secret Room hier? Hier? Der doppelte Laser. Vielleicht hier unten? Hat jemand von euch eine Idee? Vielleicht unter dem Bombenbagger hier. Will wahrscheinlich hier sein, oder? Ja. Yeah. Luck up. Burp. Noch eine Luck up Pille. Luck up. Health up! Das ist der Stoff. So, dann fehlt uns noch der Super Secret Room. Oh ja, und der Doppelschlüsselraum. Den sollte ich auch noch rein. Ah, eine Batterie hier ist ziemlich gut.
Gott, ich bin so langsam. Mir gefällt es übrigens nicht, dass ich so lange aufladen muss. Oh mein Gott. Aber ich habe das Gefühl, das könnte relativ stark werden. Ob ihr es denn glaubt oder nicht. Oh, finden wir es heraus? Das war vieles, aber stark war es nicht. Ja, ich denke, ich brauche erst echt viele von diesen, Babys, damit das halbwegs stark wird. Und dann meine ich wirklich viele. Ich denke, jetzt könnte ich mein Glück mal versuchen. Ich habe nicht umsonst so viele Herzen. Der Schaden wird schon besser, wenn er mehrere im Einsatz sind. Oh oh. Komm mal alle her. Komm mal zu mir. Ich meine, es sieht cool aus, aber ist es auch cool? Ich glaube, ich habe gerade eine Menge verloren von ihnen. Ugh. Aber ein Damage ab. Yo. Meine Kerzenfreunde. Wir sind zurück im Spiel. Dieses Damage Up haben wir gebraucht. Ich mag es, dass trotzdem Tech Point 5 das Ganze carried. So, im Super Secret Room hatten wir noch eine Batterie. Ich will keins von beiden. Du musst Tech-X ja nicht komplett aufladen. Ja, aber Tech-X wird wesentlich stärker, wenn man es komplett auflädt seit Repentance. Was will ich? Ich meine, damit bekomme ich eine Karte oder so. Empress. Cool. 99 Schlüssel, ich weiß. Ich habe immer das Gefühl, es mehr ein Gimmick ist, als dass es was bringt. Mein Damage ist auf jeden Fall von mir alleine auch schon ziemlich in Ordnung. Auch ohne die gefallenen Kameraden. Er ist manchmal in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Der Gags ist seltsam in Repentance. Wenn wir schon mal hier sind. Yes! Ihr legt euch mit dem Falschen an! Ich mag das Item nicht, aber es gibt mehr Bomben. Das ist schon mal gut. Matchstick. Ja, warum nicht? Wir haben schon den kompletten Schlüssel. Ja. Yeah. Okay. Ich würde sagen, das läuft soweit ganz akzeptabel. Oh, da habt ihr die Popo-Lecker gesehen. Und den Popo-Schlecker gesehen. Und ja, Book of Virtues, ebenfalls ziemlich cool. Auch wenn wir es nicht so oft verwenden können, wegen dem Spacebar-Item, das ich habe, aber ist dennoch gut. Wobei, wir sollten diesmal relativ schnell im Error-Raum landen. Strength-Karte? Man kann ja nie wissen. Man kann nie wissen, wann die mal gut sein wird. Und ja, ich denke, jetzt wo der Run so ein bisschen, wo ich ein interessantes Item dafür habe, muss ich sagen, ja doch, Tentative kann okay sein, aber gleichzeitig ist Tentative leider auch, wenn man kein okayes Item hat, echt scheiße. Basic Tentative ist super nervig, will ich einfach nur sagen. Oh mein Gott. Und wir können immer noch weitergehen, wir können immer noch mehr Jungs dazu holen.
Und wie es aussieht, bekomme ich auch, wenn ich mein Q-Item einsetze, bekomme ich auch ein paar Orbitals dafür. Und ich denke, das ist ziemlich cool. Wir haben eine Batterie, das ist hervorragend. Das erleichtert mein Leben schon mal etwas. Wir müssen hier leider rein. Au. Auch wenn ich gerne nicht rein wäre. Tag-Ex ist einfach... ist das perfekte Item für Tainted Eve, habe ich das Gefühl. Das Problem ist, alle anderen Tainted Eve-Runs, die ich danach machen werde, werden mich enttäuschen. Was? Dafür genehmige ich mir eine Bombe. Komm mal zurück. Okay, man kommt aber dann auch nicht. Man kommt nur mit begrenzter Anzahl an Orbitals davon. Book of Virtue, das ist mein liebstes Repentance-Item, ist so interessant. Das ist ganz cool. Ich fand es nicht so interessant irgendwie. Auch wenn es natürlich jede Menge Potenzial hat. Ups. Nein. Nein. Bleibt stark, Jungs. Ich könnte mich jetzt nicht verlassen. Nein, ernsthaft. Oh, ich kann alle nicht zurückrufen, weil ich Herzen aufgehoben habe. Ihr werdet jetzt also sterben müssen, wenn ihr die Freiheit wollt. Secret Room Nummer 1. Dann fehlt noch Secret Room Nummer 2. Okay. Lass mich ein paar Locations abklappern, die ich für möglich halte. Moment, hier unten habe ich... ich versuche es trotzdem mal. Okay. Links. Das Problem ist, hier könnte er theoretisch überall sein. Das erschwert die Sache so ein kleines bisschen. Ah, fuck. Dabei habe ich dran geglaubt, dass er da sein könnte. Ach, komm schon. Was ist das denn? Okay, habt ihr eine Idee, wo der Super Secret Room sein könnte? Ich nehme mich nicht. Wir haben eine Batterie im Shop? Okay. Ne, sind wir immerhin gleich da? Hier oben hätte ich nicht nachgeschaut. Sie was? Wir gönnen uns von ihm eine Aufladung. War es nicht wert. Aber vielleicht hätte er mir ein Batterie-Item. Selbst dann wäre es das nicht wert, glaube ich. Oh. Dankeschön. Na gut. Was sind das für Kisten? Sind das Special-Kisten oder... das sind irgendwelche Special-Kisten, oder? Relativ interessant. Lazy War minus 0,5 Shot-Speed. Ehrlich gesagt, funktioniert das? Ehrlich gesagt will ich das haben. Wenn wir weniger Shot-Speed haben, sollten die Gegner öfter getroffen werden. Das sind Kisten von dem Item, das ich noch nicht frei habe. Ja, die Feder ist gut, aber ich glaube, wenn ich die Technology-Schüsse langsamer mache, sollte ich auch ungemein davon profitieren. Ah, also die Tech-Ex-Schüsse, oder? Was sagt ihr? Ich bin bereit einzusehen, dass ich auch in dieser Situation mal wieder falsch liege. Langsam Schüsse waren die richtige Entscheidung. Yeah. Das wollte ich hören. Ich denke aber auch. Ah, ich spiele mit Tainted Eve. So, komm schon. Geist. Ich habe das Gefühl, ich sollte sie nicht immer so früh zurückrufen, aber... ich mach mir Sorgen um meine Jungs. Ich will nicht, dass ihnen was zustößt, versteht ihr? Was ist jetzt eigentlich mit diesen komischen
Herzen, die nicht aufgesammelt werden wollen, auf sich. Increase Part Size. Darauf kann ich verzichten. Ich habe das Gefühl, ich lade mein Tech-Ex inzwischen schneller auf. Okay, Goldraum. Roid Rage. Oh, das wird ein Fest. Komm her! Komm hier runter! Nein! Hör auf wegzurennen! Yeah! Das will ich sehen! Haben wir den Versager gesehen? Absolut erbärmlich. Nein! Mein Schlüssel! Aber, wenn wir schon mal hier sind. Secret Room unter Umständen. Secret Room unter Umständen. Oh. Yes! Oh, wir haben es gefunden! Ein gutes Stück Fleisch im Geheimraum. Die gute gehangene Salami. So, jetzt stelle ich mir die Frage, wollen wir The Beast versuchen? Sache ist halt, ich weiß nicht, wie viel stärker ich sonst noch werden könnte in so einem Run. Vor allem, wenn die erstmal alle im Einsatz sind. Ich glaube, ich würde es gerne sehen. Judgment. Da. Ah. Vor allem kann ich mich da noch auch super leicht in den Angel dewarpen, oder? Auf jeder Ebene. Sehe ich das gerade richtig? Weil da gibt es ja keine Secret Rooms oder so. Da kann ich ja dann instant jedes Mal in den Angel Deal mit dem Item, oder? Yeah. Shit, das wollte ich nicht einsetzen. Ich meine, an dem Punkt ist das dann doch relativ eindeutige Sache. Eine Sun-Karte. Ja, die will ich aber nicht. Wir nehmen sie mit. Brauche ich mehr als Empress. Beziehungsweise. Eine Sun-Karte kann nicht schaden. Mit dem normalen Secret Room habe ich schon. Yeah. Und eine Batterie, die wir nicht wirklich brauchen. Auf der Ebene darf ich mich sowieso nicht rauserwandern, fällt mir gerade auf. Denn sonst würden wir ziemlich hart verkacken. Lucky Penny! Warte, wo war der Schädel? Oh mein Gott, warte, ich hab... Oh mein Gott, durch Lackerpillen und sowas. Kamen wir jetzt auf insgesamt... Ich weiß, wir machen mal... Weißt du, was wir jetzt machen? Na, die Sandkarte kann ich mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich mache zu viele von den kleinen Jungs, wie ich kann. Und dann setze ich die Sandkarte ein, aber... Wollten wir lieber für den Boss mitnehmen. Für den Boss. Okay, wo war der Schädel? Ich werde auf jeden Fall Empress weglegen. Da. Warum schaue ich über euch schnell genug bin für Boss Rush? Bin ich mal fast schnell genug. Nicht mal ansatzweise. Nicht die Bohne. Okay. Das sieht man nicht oft. Das. Halo schwer in Ordnung. Nein, ich meine... Warte, wollen wir? Naja, wir wollen The Beast machen, oder? Wir machen The Beast, komm schon.
Oder? Delirium oder Beast? Moment, wir haben Teleporter 2. Wir machen eine Beast, natürlich. Was ist das für eine Frage? Selbstverständlich. Oh ja, die Ebene kommt ja noch. Wie vergesse ich diese Ebene eigentlich jedes Mal aufs Neue? Also wirklich, ich vergesse sie einfach immer. Eine Devil-Karte, die ich nicht will? Ja, ganz ruhig. Ich muss in den Cursed Room. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Vielleicht werde ich hier auf der Ebene nicht erroren. Oh, das macht Schaden. Vielleicht werde ich auf der Ebene nicht erroren. Warum werde ich vielleicht auf der Ebene nicht erroren? Weil ich keine Lust habe. Hier ist Curse of the Maze. Ich glaube, das kann uns ganz extrem nervig machen, die Räume abzuklappern. Aber wir werden mal schauen. Wenn wir vielleicht alle bis auf eine haben, dann würde ich sagen, ja, yeah, warum nicht? Mitte. Control Stick ist gut, weil er meine Feuerrate erhöht. Yo. Ich weiß, dass du denkst, die Herzen sind für dich. Dass sie für dich reserviert sind, mein kleiner Freund. Aber ich kann dir versichern, wenn ich dann noch ein Wörtchen mitzureden habe, dann habe ich aber andere Verwendung für diese, für die Herzen. Das ist die Menge an Jungs, die wir haben, ohne was von meinen Herzen auszugeben. Au. Leute, ich hätte das rerollen, egal. Egal, egal, egal. Ich traue immer noch um die 99 Keys, verständlich. Ja, der es nicht tut, ist kein Mensch. Wo ist hier ein Secret Room? Au! Nicht cool. Oh, hier könnte einer sein? Moment. Nein. So eine komische Secret Room Ebene. Sieh was? Nein, 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 nein. Wir heben uns das auf für die Ebene danach. Was zum Fick ist das jetzt schon wieder? Okay. Wir heben es uns auf für die Ebene danach. Ich habe keine Lust. Über dem Shop ist der Secret Room. Ich meine, den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen, unabhängig von meinem Spacebar Item. Oh, hallo? Hallo? Wie gut ist Eternal Heart? Das ist der Stoff. Okay. Wir haben so viel HP bekommen. Au. Böse. Dankeschön. Wie konnte er nur? Steht hier? Das ist nicht lustig. Oh mein Gott. Oh, die Jungs werden nicht mit rübergeworbt. Die werden wir mal im Hinterkopf. Damit meine ich, werde es gleich wieder vergessen. Ich mache dir Dank, dass ich sie im Hinterkopf behalte. So, seid ihr bereit, unseren Deal entgegenzunehmen? Und dann auf der Ebene danach. Und dann auf der Ebene danach. Und dann auf der Ebene danach. Aber erstmal hier.
Nein, wir nehmen Holy Mantle. Was? Wir killen dich, Engel. Yeah. Halt dich fern von mir. Ich habe die Hoffnung, dass die Wahrscheinlichkeit, noch ein Angel zu bekommen höher ist, wenn ich den Engel kille, aber... Oh mein Gott, man könnte von hier aus auch nach The Void. Ja, keine Ahnung. Ich habe heute eine Menge über Void-Portale gelernt. Range down. Ich glaube, damit kann ich leben. Besser an, dass unsere Range unendlich ist. Yes. Das ist ein guter Run. Das ist ein guter Run. Kann es nicht anders sagen. So. Ein paar Bomben, die ich nicht will. Aber vielleicht haben wir noch ein paar Herzen. Okay. Damit haben wir die vollen roten Herzen inzwischen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch einen Angel bekomme, höher ist, wenn ich den Engel kille. Fürs Protokoll. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Range Down war eventuell sogar vorteilhaft, inwiefern. Wenn ich unendlich viel Range mit der Tech X. Shut up! Oh Gott, wo sind alle? Kommt zu mir zurück, zumindest ein paar von euch. Dieser Run dürfte auf jeden Fall, ich frage mich, wie broken er noch wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwo noch so ein kleines, so ein nettes Sacred Heart vielleicht bekommen könnten. Das fände ich ganz spaßig. Und ich sollte übrigens auch mal, ein bisschen Zeug mit, dem regulären Lost freischalten, denn... Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber... Mir fehlt dieses ganze The Body und The Mind und sowas. Ja, so viel, das sollte ich irgendwann mal machen. Und oh, schau dich die Armee an. Zeig, was du drauf hast, mein Großer. Dachte ich mir. So, nächste Ebene. Nächste Ebene. Und ich habe noch eine Sun-Karte, die sollten wir auch nicht vergessen. Der Slime Rancher, yeah! Ich freue mich auf Slime Rancher 2. So am Rande. Das wird ein entspannter Hit. Ein Schläfer-Hit. Au. Mein Holy Mantle, nein! Oh mein Gott! Nein! Habt ihr gesehen, wie viele gerade weggesprengt wurden? Oh mein Gott, er hat meine ganze Armee entfernt. Okay, die Explosion war gefährlich. Das war gefährlich. Ich lerne daraus. Explosionen sind gefährlich für meine Charaktere. Explosionen töten Menschen. Wusstet ihr das? Noch kein Seraphim? Aus irgendwelchen Gründen noch nicht. Na, diesmal nicht. Ich mag mein Shot Speed Down Trinket. Wenn er uns ein HP abgibt, werde ich damit... Oh, ich hätte einfach rüberlaufen können. Wenn er ein HP abgibt, werde ich damit ein bisschen geheilt. Vergessen wir das nicht. Und wenn er eine Trollbombe gibt, muss ich abhauen. Oh. Die olle Bohne. Ich schätze, wir wollen das.
Conjoint. Oh. Yes. Conjoint. Ich dachte kurz, das zählt zu Seraphim, aber ich denke, Conjoint ist sogar noch besser. You are insane. Okay. Und wir haben Crack Key, der gibt mir eine Wiederbelebung. Oh Gott, das ist ein Gegner. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich meine, wenn wir eine Wiederbelebung mitnehmen können, wer wäre ich, wenn ich da Nein sagen würde? Oh Gott, habe ich wieder? Wie viel habe ich diesmal verloren? Shit. Ich hab schon wieder einige verloren. Diese dummen Explosionen. Das ist ja kein freundliches Gebiet für meine Blob-Freunde und mich. Ich wünschte, sie hätten auch einen Holy Mantle. Okay. Ich hoffe, ihr genießt die neue Isaacs-Sitcom. Ich denke, sie ist ziemlich lustig. Was war das gerade? Warum warpt er sich hin und her? Soll das so sein, oder? Oh mein Gott, können wir bitte aufhören, diesen dummen Wurmerich noch fünfmal zu bekommen? Ein Herz, dazu sage ich nicht nein. Wir nehmen das mit. Ich wünschte, es würde mal Gabriel kommen. Ich würde gegen den gerne antreten. Okay. Die wilden 70er. Das ist eine Sitcom, die ich nie angeschaut habe. Warte, irgendjemand warpt die. Warpt irgendjemand die Gegner weg? Das bin ich mir doch nicht ein, oder? Irgendjemand warpt hier meine Gegner von mir weg. Meine Wisps? Oh, das kann gut sein. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt so viel Sinn. Natürlich, ich habe die mit dem goldenen Teleporter, die Wisps. Ich meine, wenn die nicht teleportieren, wer oder was dann? Magician wäre auch verlockend, aber leider haben wir keinen Platz dafür. Dann wiederum, ich sollte Magician mitnehmen, oder? Wollen wir den Red Key kicken? Ups. Da habe ich den Crack Key eingesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt wohl die Magician-Karte mitnehmen. Jetzt, wenn wir sowieso den Platz dafür haben. Das war ja überhaupt nicht meine Absicht. Zuerst dachte ich, ich brauche es nicht wirklich, aber dann dachte ich mir... Oh, hallo. Guppy's Eye. Und dann dachte ich mir, Moment, wir haben Conjoint. Das heißt, damit könnte das unfassbar hilfreich sein. Schau mal, ein Rotten Heart Freund. Ich weiß nicht, wer der Rotten Heart Freund ist. Ich hoffe, er macht irgendwas Cooles. Aber doch, der Grüne. Macht er irgendwas Besonderes? Ja, wahrscheinlich. Na. Na. Das fasse ich nicht an. Da fasse ich gar nichts von an. Nein, Lives wäre entsetzlich. Where are you going? Wait,
Your son needs you. Das ist einfach echt lustig. Oh oh. Wir verlieren gerade eine Menge Jungs. Das ist nicht gut. Turtle Heart, das ist gut. Zwei Münzen. Keine Herzen für mich. Ich brauche Herzen. Gib mir noch Herzen. Was soll das denn? Warum diese Bullet-Teil-Gegner sind ein Problem? Oh Gott. Ein halbes Herz. Das ist schon mal besser als nichts. Oh Gott, ich habe gerade so viele verloren, oder? Nein. Ich habe ein paar verloren, aber nicht so viele. Ich weiß noch, dieser Run hat, dieser Raum gerade hat bei meinem Run gekillt, wo ich auf dem Weg war, The Beast mit The Lost zu besiegen. Dann wurde ich da getroffen und dann habe ich mein Luck Trinket verloren und dann war mein doppeltes Feuer verschwunden und das war einfach nur deprimierend. Yo, in Crawl Space! Oh, wir werden im Bett geheilt, yeah! Komm schon! Na. Ja, was Gutes. Yes. Das nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Ich denke, wir haben an dem Punkt alles, was wir brauchen könnten. Würde ich einfach mal behaupten. Und dann hauen wir ab. Ich meine, das Problem ist nicht, wenn ich getroffen werde. Das Problem ist, wenn unsere Jungs getroffen werden. Aber ja, kein Sacred Heart heute. Bisschen beschämend. Wenn ich mich ins Bett lege, werde ich komplett aufgeheilt, richtig? Das heißt, wir machen einfach alle unsere kleinen Jungs. Dann legen wir uns ins Bett. Okay, das ist ziemlich... Oh mein Gott. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt an der Stelle nicht mit unserem Freund Delirium tauschen. Ja, Damage Up. Nehmen wir mit. Vergiss die Sun-Karte nicht. Ich habe die Sun-Karte nicht. Perfro. Vielleicht werden wir die Sun-Karte später noch brauchen. Was habe ich gesagt? Was habe ich statt Dogma gesagt? Das ist Tainted Eve. Warum sind alle weg? Oh, sie sind da oben. Ich war kurz davor, ein bisschen sauer zu sein. Der Brimstone hat's gerissen. Natürlich starten wir mit Helikopter. Oh mein Gott. Okay. Wir machen Magician. Ja, nicht so hilfreich, wie ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Frage ist, will ich war. Ich glaube, ich will den Brimstone nicht extra aufladen, sondern ich sollte ohne den Brimstone ein Zeug machen.
Ich will übrigens nicht wissen, was passiert, wenn ich hier meine Golden Remote einsetze. Es wird nämlich irgendwas passieren, das nicht gut für mich ist. Deswegen machen wir es gar nicht erst. Und jetzt der Sun-Karte. Hast schon versucht, passiert nichts. Oh, habe ich schon mal? Ich weiß nur, dass ich den D100 hier mal eingesetzt habe. Und das habe ich... Hat gerade die Bombe kaputt gemacht? Oder ist sie kaputt gegangen, weil er in die nächste Phase... Wahrscheinlich, weil er in die nächste Phase gewechselt ist. Was ist eigentlich gerade mit der Musik los? Warum war die Musik nur so ein Gekrächze? Oh Gott, die Bitrate. Verzeihung. Oh nein, hier werde ich viele kleine Jungs verlieren. Jungs, bleibt stark. Oh, sie werden von dem Teil nicht mit angezogen. Oh Gott, nein! Jungs! Bleibt bei mir! Wir schaffen es gemeinsam! Ich habe keine Ahnung mehr, wo sie sich gerade befinden. Aber ja, wir haben gewonnen. Wenn die Bitrate einstürzt, weiß man, dass der Run gewonnen ist. Oh ja. Yeah. Außerdem hat der erste 47 Monate. Bis ab. Wie vielen Dank. Und wir bekommen Heartbreak. Oh! Mein Herz! Oh! Es ist gebrochen! Oh! Gebrochenes Herz. Dann würde ich aber sagen, wir sind fertig für heute. Müll-Item. Oh, schön. Oh nein, mein Herz! Yeah. Solltet aufpassen, wenn ihr mit der Achterbahn fahrt, okay? Und ja, wir sind fertig für heute. Das waren fast 7 Stunden. Ich will morgen Dark Souls Run streamen. Das heißt, bereitet euch da auf mental vor und... Was schon so spät? Der ganze Tag ist vorbei. Dann würde ich sagen, wir haben einige gute Runs geschafft. Yo, ist der von Christian Mana, Ad3 Gift Subs für Souls Labor, EIE und OLK1. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, schaut in mein Flappy Bird Video rein, falls ihr es nicht getan habt. Das kam nämlich heute Mittag. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.